hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paragott, Lieblingspsychologe und so weiter. Und heute gehen wir um das, dem beliebten Thema nach, wieso klappt das nicht, meinen Affärenpartner zu meiner Hauptbeziehung zu machen? Frage von Karotschnetzkula, und sie schreibt: Hallo, ich würde mich sehr freuen, wenn meine Frage beantwortet werden würde. Ich bin frisch geschieden, habe zwei Kinder, die noch relativ klein sind. Die Kinder sind die meiste Zeit bei mir, besuchen den Vater ab und zu und kommen mit der Situation gut klar. Mein Ex-Mann und ich hatten eine dieser narzisstischen Kollusionen. Also Achtung, Kollusion ist ein Begriff von Jörg Willi, und das hat jetzt nichts mit, ist tatsächlich ein interessantes psychoanalytisches Konzept für Paartherapie und hat jetzt nichts mit bösen Narzissten unbedingt zu tun. Aber das ist schon ein interessantes Konzept mit diesen Kollusionen. Heißt in dem Fall, es gibt so einen, der bewundert werden will und einer, der bewundert. Naja, wenn mich das mehr interessiert, könnt ihr mal fragen. Vielleicht kann ich noch was machen. Ist auch Teil meiner Ausbildung, Quartherapie-Ausbildung. Meine Ausbildung ging ja auch Ende des Jahres los. Gibt es jetzt noch zum Frühbucherpreis. Also als ich begann, für mich einzustehen, auch ein Jahr in Therapie, um die Ehe zu retten, danach war die Luft aber raus. Wir konnten nichts mehr miteinander anfangen und haben uns ganz friedlich getrennt und versuchen, gute Eltern zu sein. Mich aus dieser Ehe zu lösen, war sehr anstrengend für mich. Da es mir sehr schwer fiel, meine Bedürfnisse einzustehen und eben, wenn es gar keinen Kompromiss zu finden gab, klarzustellen, dass ich sonst meinen Weg alleine gehen werde. Mein Ex-Mann war sehr bequem und hat alle meine Interessen klein gemacht und auch nur sexuell gemacht, was er wollte. Eine Herzensverbindung konnte er eigentlich nicht eingehen. Das wurde mir aber erst nach und nach klar. Seit 4 Jahren habe ich auch eine Affäre. Die Affäre war in der offenen Ehe dazu da, die Beziehung zu stabilisieren. Auf beiden Seiten hat es auch geklappt. Der Affärenpartner ist aber genau das Gegenteil von meinem Mann und entsprach nicht meinem Beuteschema. Deswegen habe ich mich nie so heftig verliebt. Also Herzklopfen hatte ich nie. Allerdings ist dieser Mann unglaublich einfühlsam, sehr bemüht, entspannt und nachgiebig, aber auch sehr zärtlich. Und er ist der erste Mal, mit dem ich eine sehr intensive, achtsame, sexuelle Verbindung gefühlt habe. Genau, es war toll zu überleben, dass es überhaupt noch jemand gab, der es ähnlich empfindet wie ich. Auch er ist vergeben und er hat das nie zur Debatte gestellt, seine Frau, die keine Lust mehr habe, zu verlassen. Also wie oft ich das immer höre, meine, ihr habt ja jetzt eine offene Beziehung, also von deiner Seite ist das ja okay. Aber ich höre jetzt nicht, dass die eine offene Beziehung haben. Wie oft ich immer höre, dann, ja, wir haben ja kein SEX mehr, meine Frau ist eigentlich krank, eigentlich sind wir schon seit 187 Jahren getrennt, wir zu irgendwelchen Zufällen wohnen wir nur noch zusammen. Meistens stimmt das alles nicht. Also ist meine Meinung und also auch mein Eindruck oft. Und ja, Fremdgehen ist Fremdgehen. Also du machst es vielleicht nicht, aber er scheinbar schon, ne? Aber wir gucken mal weiter. Vielleicht kommt er ja noch mehr zu. Auch hier gibt es eine Art Arrangement. Don't ask, don't tell. Okay, also ich will das jetzt nicht beurteilen. Weiß ich nicht, also man muss mal sehr vorsichtig sein, dass das und in Frage stellen auch, wenn es da so ein Arrangement gibt, dann könnte man sich ja theoretisch auch zu viert treffen, so, wisst ihr, wie ich es meine, und ich glaube immer, dass man dann wirklich so auf den Prüfstand stellen würde, in diesem Fall vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber kommt halt dann häufig raus, dass das doch alles nicht ganz so ist, wie es dann dargestellt wird, das ist einfach nur so ein Erfahrungswert, aber gut, kann ja so sein, dass es so ist, aber don't ask, don't tell. Gut, ist das jetzt schon eine offene Beziehung? Können letztlich nur wissen, ist, wenn wir jetzt heute auch mal nicht so fokussieren. Wir waren heuer zum ersten Mal 3 Tage zusammen auf Urlaub und da merkte ich erst, wie mies ich eigentlich von meinem Mann immer behandelt wurde und wie leicht und ineinandergreifend es auch sein kann, wenn beide präsent sein wollen. Meine Rückkehr hat eine tiefe Trauer ausgelöst und eigentlich die Trennung so richtig eingeleitet. Ich dachte mir auch, wenn es einen einfühlsamen Mann gibt, muss es da draußen auch mehrere geben. Danach war er aber selbst mit seiner Frau länger auf Reisen und da kippte die Situation. Ja, das ist, was ich mal genau meine. Da wird immer gesagt, die Ehe läuft gar nicht mehr und dann läuft sie doch wie am Schnürchen. Ich hatte Stress wegen der Trennung und wusste, er würde hier viele Wochen mit ihr reisen, während ich im großen Chaos alleine war. Ja, also was ich da schon sagen kann, in allermeisten Fällen, ich würde mal so locker sagen, bestimmt 90%, geht mit der Hauptbeziehung auch die Affäre in Jordan runter. Warum?
Weil die Affäre hat so einen bestimmten energetischen Grund, warum sie stattgefunden hat, ne? Du hast ja auch selber gesagt, Stabilisierung der Ehe und solche Geschichten, will das jetzt auch gar nicht bewerten, ist, wie es ist, so, ne? Aber wenn die Ehe dann wegfällt, dann fallen auch damit quasi die Rahmenbedingungen der Affäre weg, so, ne? Also so ein bisschen so, als wenn du jemanden anstellst für so ein kleines Unternehmen und dann geht das Unternehmen Bach runter und dann geht auch der Angestellte, muss dann gekündigt werden, sozusagen, ne? Also das Affären bestehen häufig nur im Konstrukt dieser Hauptbeziehung so, ne? Und weil sie da bestimmte Funktionen übernehmen und die fallen dann halt weg. Und die allermeisten Affären, wenn sie zur Hauptbeziehung wären und dann ja auch eine andere Erwartungshaltung, dann ist ja eben nicht nur, ach mal eben ein paar schöne Stündchen verbringen, sondern dann geht es ja, ja. Genau, zueinander einstehen, füreinander da sein, diese ganzen Sachen. Und dann stellt man häufig fest, ja, es ist wohl doch nicht so tiefgehend, wie ich gedacht habe. Und deswegen kann ich nur immer raten, also wie auch, ich meine, wenn ihr eine offene Ehe hattet, hattet ihr eine offene Ehe, aber ich würde mich immer, und wenn die anderen jetzt auch eine offene Ehe hatten, okay, aber so ganz scheint es ja nicht zu sein, ich würde mich immer fernhalten, auch wenn du sagst, ich gehe jetzt nicht fremd, würde ich euch auch einfach aus. Um eine saubere Spielfläche zu haben, auch nicht jemanden daten, der unter Umständen fremd geht, so, ne? Man holt sich diese Energien irgendwie rein, ne? Und irgendwann ist man dann noch enttäuscht, weil derjenige einfach emotional nicht verfügbar ist, ne? Und eben doch nicht die Beziehung will, ne? Also, das habe ich schon wirklich schon so oft erlebt. Dann in dem Moment, wo man sich auf den Affärenpartner verlassen will, dann bricht sofort alles ein, da hat man aber die Beziehung schon beendet und. Ja, also ich kann, also ich meine, es ist, wie es ist. Der Mensch hat zwei Sexualstrategien. Eine involviert eben auch Fremdgehen und oder aber wir können uns ja heute ja sagen, nee, wir können jemanden informieren oder wir können auch sagen, ich entscheide mich, dies zu leben oder jenes zu leben so. Und ich kann euch nur raten, euch so aus so verwirrenden Situationen möglichst viel rauszuhalten, weil die führen häufig in Liebessucht und Liebeskummer und. Und wenn ihr eine Affäre habt, dann lest da nicht mehr rein als eine Affäre, so, ne? Ja. So, mittlerweile haben wir die Affäre als solche wieder angeleiert und auch darüber geredet, was das denn sei mit uns. Ja, also. Also wenn man immer nur wieder rausgekramt wird, wenn gerade Zeit ist, ja, dann weißt du, was du bist. Du bist eine Affäre. Also ob das jetzt eine verborgene oder eine verlogene oder eine offene Affäre bist, du bist eine Affäre, ne? Was auch immer da für Worte benutzt werden, hört, schaut auf die Taten und die Taten sagen ganz klar, du bist nur im Game, wenn die Hauptbeziehung gerade nicht läuft, ne? Ja, und es hat ja so lange nichts ausgemacht, wie deine Hauptbeziehung auch noch lief und jetzt macht sie aber was aus, ne? Ja. Meine Vermutung in seinem Verhalten und seinen Wort ist, dass er sich schon in mich verliebt hat, beziehungsweise in all den vielen Jahren eine emotionale Bindung aufgebaut hat. Ja, das mit sicher, aber ihr wisst ja, was ich immer wieder sage. Wenn jemand richtig verknallt ist, dann wechselt er das Geschlecht, die Religion, den Kontinent, den Planeten. Der macht alles für euch. Männer auch, ne? Und wenn sie nicht richtig verliebt sind, eben nicht, ne? Es ist, wie es ist. Kann man sich noch so gern schönreden, aber. Ja, denkt an Prinz Harry, sage ich da immer, ne? Ob das jetzt mal zu seinem Besten war, glaube ich nicht, aber was hat der alles auf sich genommen für diese Frau? Ne. So, aber das hier, sicherlich habt ihr eine emotionale Verbindung, ja. So, wo waren wir jetzt? P-p-p-p-p-p. Aber dadurch, dass wir uns nur alle 2 Wochen sehen und er sich seiner Frau gegenüber verantwortlich fühlt, die haben auch ein Kind zusammen und die er sicherlich auch liebt, die Chance sehr gering ist, dass er sich für mich entscheidet. Absolut. Und das hätte er schon längst gemacht. Er meinte auch, also gerade Männer lieben ihre Höhle über alles und also würde ich nicht, wenn es da nicht wirklich sehr schnelle und zeitnahe Schritte gibt, von Anfang an da aus der Beziehung rauszugehen, so, oder auch zum festgelegten Zeitpunkt rauszugehen, meinetwegen, würde ich da nie von ausgehen, dass man sich so trennen, ne?
Meistens müssen sich auch die Frauen immer trennen, ne? Er meint auch, dass alle 2 Wochen wäre ein guter Rhythmus. Ich glaube auch zu seinem Schutz. Ja, vielleicht gibt's, vielleicht, die Frau weiß doch auch gar nichts davon. Ich meine, irgendwo, ich glaube, weiß nicht, don't ask, don't tell, meint ja eigentlich auch immer eher so vollkommen besoffene One-Night-Stands. Also, ob seine Frau jetzt damit einverstanden ist, dass er eine komplette Nebenbeziehung führt seit Jahren, das weiß ich nicht. Und da gibt es natürlich auch eine Logistik. Vielleicht geht die Frau alle 2 Wochen zum Schachspielen und dann kann er nur kommen. Also, man, Leute, haltet euch doch raus aus sowas, wirklich. Ey. Keine Dreiecke, ich sag's, ich weiß nicht, das ist ja das häufigste Thema. Ich werde das auch mit 97 noch sagen müssen, ich weiß, aber haltet euch aus Dreiecken raus, ne? Selbst wenn sie scheinbar irgendwie legitim sind oder Vierecke natürlich auch, ist mein Rat. Also, es gibt nur Geheule und Tränen und haltet euch da raus, ne? Aber es ist halt schön, ja, für unseren Sexualchip sozusagen immer eine spannende Sache und schön für Dopamin und Drama und ja, aber da muss man das andere auch ertragen, ne? Und dann lohnt sich's doch häufig irgendwie nicht. Ich habe unlängst anklingen lassen, dass 2 Wochen mir irgendwann zu wenig sein wird. Ich nehme an, dass er auch schon damit rechnet, denn er sagte, ich habe es befürchtet, irgendwann kommst du und sagst, es war wunderschön, aber es reicht mir nicht. Ja. Fair enough. Ich weiß, eine Affäre ist eine Affäre. Genau. Mein Herz findet diesen Mann aber sehr toll. Und mit den Kindern habe ich so gut wie keine Zeit, überhaupt jemanden kennenzulernen oder etwas Neues aufzubauen. Red dir das nicht ein? Andere Leute kriegen das auch hin. Mit, klar ist mit Kindern daten doof und aber das redst du jetzt wieder ein, dass du niemand anders findest. Aber der, du hast ihn ja nicht. Du hast ihn nicht. Ihr seid einfach eine. Sorry, natürlich gibt es da ein paar Emotionen, aber ihr seid einfach eine Bettbeziehung, mehr ist es nicht. Ne? Und da wird auch nicht mehr draus werden. Also das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. So, ne? So eine enge Beziehung würde ich nach vielen Ehejahren ja auch nicht wollen. Am liebsten wäre es mir aber, er würde sich aus anderen Gründen trennen und dann schaut man mal, ob es überhaupt klappen würde. Das wird nicht passieren. Die meisten Männer ticken nicht so. Und offensichtlich gefällt es, also jetzt redest du es dir, also wenn es dir gefallen würde, würdest du mir nicht schreiben. Offensichtlich gefällt es dir jetzt nicht mehr, ne? Wie es so läuft. Die Frage ist, ob er vielleicht doch noch umschwenken wird. Nope. Oder wenn er sieht, er verliert mich. Kannst du gern drauf ankommen lassen, aber dann mach dich mal auf eine Enttäuschung gefasst. Ich habe keine Glaskugel, aber so, sag ich mal, wenn ich mir solche Situationen in der Rückschau angucke, geht in aller Regel der Mann nicht, ne? Selbst wenn er kurzfristig vielleicht mal sagt, ah, jetzt gehe ich. Und dann denkt man sich, ah ja, okay, da muss ich meine Affäre doch nicht verlassen. Und dann kommt aber, ach nee, jetzt der Kanarienvogel ist krank geworden, der Hund hat Durchfall, an einer Wand ist ein feuchter Fleck, jetzt kann ich mich leider doch nicht trennen, das verstehst du sicherlich. So läuft das eigentlich immer. Ne? Die Frage ist, ob er, also so war mein Gedanke auch, dass ich die Affäre so weiterlaufen lasse und den tollen Bettsport einfach genieße. Ja, aber so funktioniert die Welt leider nicht. Weil du, jetzt ist es ja so dein Hauptfokus und dann verliebt man sich eben doch mehr. Körperlichkeit tut ihren Teil und dann, ja, bist du irgendwann immer mehr verliebt in ihn und dann geht der Schmerz los, ne? Ich kann nur immer wieder sagen, haltet euch da raus, aber wenn du Lust hast auf Abenteuer, Lust hast auf gefährliche Sachen und dann akzeptier die Konsequenzen. Dann mach's weiter, aber akzeptier die Konsequenzen. Außerdem ist es immer noch, bist du Teil eines sehr wahrscheinlichen Lügengebäudes. Willst du das sein, ne? Oder willst du mal in eine Situation kommen, wo seine Frau jetzt ist? Also an die, weiß ich nicht, ist so einfach gesagt, don't ask, don't tell, aber kann mir nicht vorstellen, dass die weiß, dass es eine wirklich voll ausgebaute Nebenbeziehung über Jahre gibt. Also, ob sie das so lustig findet, dann könnte er ja gerne mal zu dritt Kaffee trinken gehen. Dann wirst du es schon merken, ne? Gut, dadurch, dass er natürlich sagt, don't ask, don't tell, kannst du es natürlich gar nicht machen. Also, ist schon, hat er schon ganz gut aufgestellt hier das Ganze.
Ich habe ihm aber auch nie gesagt, dass ich mir mehr vorstellen kann, aber ich denke, das weiß er ganz genau. Letztens hat er mir dann auch den Altersunterschied angesprochen, den wir haben. 12 Jahre. Oh, 12 Jahre. Das ist ja viel. Oh. Und dass er nicht mehr so viel Energie habe wie früher. Ja. Leute, lasst euch doch nicht im. Ihr müsst nur auf die Fakten gucken. Also, trennt er sich? Ja, nein, fertig. Was meinst du, selbst ein Mann, der 12 Jahre älter ist, wie viel Energie der haben kann, wenn er richtig verknallt ist und überzeugt ist von der Sache? Also, denkt an Prinz Harry, wirklich. auch Prinz Harry mit 12 Jahren älter. Er ist ein Mann, der es allen recht machen will und sich viel Gedanken über alles macht. Ja, aber das. Aber bei dir kriegt das doch erstaunlich gut hin, das dir nicht recht zu machen, ne? Und seiner Frau macht das doch auch nicht recht. Also, woher nimmst du das? Das sind auch, für mich sind das alles immer so Worte. Also, das wird aber von seinen Taten nicht gedeckt, was du hier gerade sagst, ne? Ich selber habe aber schon gemerkt, dass eigentlich seine Aussage alle 14 Tage für ein guter Rhythmus kränkend war und er sich nicht so viel hineinlegt und so denkt. Genau das meine ich. So kann man die Sache eigentlich denn gar nicht ernst nehmen, denn es wären im Jahr von 365 Tagen nur 25 Treffen. Du bist, wie ich mal so schön sage, einfach die Drecksaffäre, aber ist jetzt, meine, du genießt es ja, aber du wirst jetzt auch nicht kleinreden, aber das ist das Problem von Affären, ne? Na, meine eigentliche Frage wäre, ob es denn hier eine Chance gibt, dass es noch in eine Beziehung überführt. In aller Regel nicht. Ich habe ja eben so gesagt, zu 90% eigentlich nicht. In diesem Kontext würde ich mich sogar festlegen, glaube ich, auf 98,753%. Nein, Spaß, ich weiß natürlich auch nicht hundertprozentig, aber es hört sich überhaupt nicht so an. Gar nicht so. Vielleicht schränke ich auch den Kontakt zwischen den Treffen mehr ein. Nee, also entweder du machst es oder du lässt es, aber mit Einschränken wird es dir nicht besser gehen. Ich denke, das ist ja mein Grund, warum ich immer sage, man soll sich aus Dreiecken raushalten, damit ihr nicht in solche Situationen kommt, aber. Ich denke, es wird nur geben, null Kontakt oder weitermachen. Also, dass du eingeschränkter, glücklicher wirst, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu bist du zu sehr in der Bindung, denke ich. Wir schreiben nur alle 3 Tage. Ja, du bist die Affäre. Ganz ohne Streicheleinheiten, die auch eine Auszeit vom Alltag sind, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ja, verstehe ich absolut. Sei dir auch gegönnt. Aber dann such dir jemand, mit dem du eine klar abgesteckte, einvernehmliche, nicht auf Lügen basierende also kann ja auch eine Affäre sein im Sinne von, wir haben nur uns, aber es ist eben keine, also eine Art Situationship, was aber schon ein Commitment hat, das kann es ja auch sein. Dann such dir jemand, der genau das bietet, das steht dir absolut zu und wir alle mögen gerne SEX und ja, ist absolut in Ordnung. Aber dann sucht ihr jemand, der das nicht macht, während er doch sehr wahrscheinlich seine Frau betrügt und emotional nicht verfügbar ist. Dann sucht ihr einen Mann, der vielleicht auch Kinder hat, warum solltest du den nicht finden können, ne? Das redet man sich immer ein, das gibt es nicht. Und dann bleibt man bei dem, was einem eigentlich nicht gut tut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Macht die fucking Kurse, vor allem Modul 1 kann ich nur jedem nahelegen. Hab noch mal so ein großes Paket geschnürt mit allen Leadership-Kursen und wo es dann erheblich günstiger ist. Wenn ihr mal in die Tiefe gehen wollt, macht die Ausbildung. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo da. Danke an die Kanalmitglieder, die mich unterstützen. An dieser Stelle nochmal. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.